Ja, wir sind jetzt im ersten Spiel der Liga 4 und wäre toll, wenn wir doch jetzt gleich mal Punkte holen würden, dass wir so ganz sicher mal wieder in die Liga starten. Das wäre jetzt optimal. Und ja, wir geben jetzt natürlich unser Bestes. Und hoffen, dass es auch so klappt. Brauchen auch wieder 10 Punkte zum Klassenerhalt, also. Und 16 zum Aufstieg, 19. Für den Titel, ich glaube, es sind genauso viele, wie sonst noch, also wieder wie ja zuvor. Von dem her scheint es ja eigentlich ziemlich machbar zu sein, weil die Gegner natürlich ein bisschen schwerer sein können. Das ist doch lächerlich, wenn man das schon wieder anfängt. Dritte Minute, schon wieder liegen wir hinten. Oh Mann. Ah, ja, klasse. Wo ist ein Spielertipp? Das ist ein Scheit, der ins Rick, weil er so aggressiv drauf geht. Wenn das bei ihm halt auch klappt. Oh Mann, natürlich muss der da am Abseits sein. Naja. Ganz wichtig. Torres. Oh, wie peinlich, ey. Was soll denn das? Ja, vielleicht hätte er da auch mal hingehen können. Oh, Ball auf Higuain. Tevez bringt die Flanke. Oh Mann. Naja. Und jetzt macht es wieder so einen so richtig sinnvollen Spielerwechsel. Nicht. Ramirez. El-Sharawi. El-Sharawi. Ja, komm schon. Kaka. Auf Higuain. Oh Mann. Petr Cech halt. Ecke Joaquin. Ganz schwach. Fernando Torres. Oh, wieso ist das ein Foul, ey? Als ob man Fernando Torres nicht mal im Zweikampf den Ball abnehmen könnte. Vor allem in einem Sprint. El-Sharawi. Ball auf Higuain, kommt natürlich wieder nicht an. Hey Mann, wie lahm die Verteidiger das sind. Jetzt Ball auf Higuain, ich wette, der kommt auch nicht an. Nein, natürlich nicht. Was, ey Mann! Das ist ein Witz.
Sharawi bringt die Flanke. Und was soll das? Was ist das einfach? Boah, lächerlich, wie einfach das da geht. Oh Mann, und wieso muss er den Ball dann nochmal stoppen, bevor er ihn passt? Und dann auch noch ins Auspassen. Ich kann natürlich den hier nicht spielen. Ah, oh, da sollte er auch nicht hin. Ey, Mann. Ey, was soll das? Ah, ohne Spaß. Wieso renne ich jetzt für das ganze Spiel einem Fehler hinterher? Joaquin. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Ey. Ball auf Joaquin. Oh, lächerlich. Oh, es gibt Ecke, die ich wahrscheinlich eh nicht verwandle. Ey, was machen die da? Und jetzt rennt er nach hinten, ey, was soll das? Jawohl, Anschlusstreffer, der Verteidiger. In der 45. Minute der Ausgleich, so muss es sein. Und ja, wir sind immerhin wieder im Spiel jetzt. Haben auch mehr Schüsse und mehr Ballbesitz, geht also schon klar. Nur der eine Fehler wieder in der Abwehr. Und jetzt sind wir einfach wieder voll auf der Höhe. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ball auf Kaka! Schade, Eckball. Joaquin. Soll meine gescheite Ecke bringen. Basaki soll ihn auch reinmachen. Ah, schwach. Oh, wie schlecht. Oh, was ist das für ein Pass? Er trifft zum Pass nicht mal einen Ball. Ball auf Higuain, komm schon. Gonzalo Higuain, hallo, was soll das? Was ist das für ein Tackling? Wieso kommt er da raus? Wieso kommt er da raus zum Teufel, ey? Ich hab nichts gedrückt. Das ist wieder so typisch. Ey, so ein Witz, ey. Der PC hat echt was gegen mich. Foul, endlich. Hätte mich nicht gewundert, wenn es nicht gezählt hätte. Au.
Schon wieder der Ausgleich von Salo Higuain. Nimm ihn doch! Oh, halt nicht. Ball wieder auf Tevez. Nein, er trifft nicht mal das Tor. Das gibt's doch nicht. Wieso trifft er nicht mal das Tor? Jetzt kommen wir vielleicht. Oh. Ja, dem Ball entgegenlaufen, das ist schon stressig. Ball auf Cruzito. Oh Mann, also ein schlechtes Stellungsspiel. Und da sind sie halt zu zehnt immer an einem Mann. Ich weiß auch nicht, wie die es machen. Oh, und die treffen den Ball doch zu 50% eh nicht meine eigenen. Und die fliegen über den Gegenspieler. Das ist doch lächerlich. Ball auf El Shaarawy. Lächerlich. Und wir haben einen Wurf, krass. Ey, wie lange die zum Pass brauchen, ey. Das war lächerlich gewesen, wenn der reingegangen war. Was ist das jetzt schon wieder? Nicht wirklich abseits, das ist doch lächerlich. Oh, wieso läuft er da nicht schneller durch? Higuain, jawohl! Gonzalo Higuain, Führung, 81. Minute. Jawohl, Italien-Mannschaft hier, italienische Liga. Nein, diesmal.